Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Paper Mario Color Splash. Jo, in der letzten Episode haben wir es in den Bonsai-Hain geschafft und hier haben wir gesehen, dass irgendwie alles sort of clean ist und voll herzig. Selbst die Musik ist voll süß. Alles ist süß hier. Nur wir nicht, weil wir einfach groß sind. Wir sind Riesen. Ah! Scheiße, das ist unerwartet. Es ist quasi Klein-Goomba-Meute. Lass mich raten, die ist nach einem Sprung platt. Ne, wenn du einfach mal einen Hammer kommst, soll er endlich reichen. Der Zusammenhalt zählt! Okay. Mal sehen, ob euch euer Zusammenhalt gegen das hier hilft. Oh, tatsächlich. Die haben wie viel Damage abgezogen. Okay, dann habe ich einen besseren Plan. Und zwar nehmen wir eins davon und... eins davon und eskalieren einfach mal. Denn ihr kennt mich ja. Eskalation ist mein zweiter Name. Zweiter Vorname. Wie auch immer. Der erste zählt sowieso nicht. Ah, das ist aber ein bisschen schlecht. So, jetzt auch ein Grillhammer. Und so, weg mit euch. Alter, okay, kleine Goomba-Meuten sind gefährlich. Wow, holy shitballs. Dang. Das war krass. So. Gut. Was haben wir heute eigentlich auf dem Plan? Naja, ich muss sagen, wir forschen einfach mal die Gegend und gucken, was hier so passiert. Ne? Es gibt ziemlich viele Farbflecken, die müssen wir einfüllen, weil... Ne? Nein, lass mich in Ruhe. Ah. Oh Gott. Ich will nicht gegen die kämpfen, deshalb will ich die lieber schon vorher zertreten. Aber die sind so klein. Es ist schwer, was zu machen. Oh, ehrwürdiger Baum, erhöre mein Flehen. Ich will ein Rettertod werden. Ich bitte dich. Junge, der ehrwürdige Baum ist wirklich so groß, wenn es sich erzählt. Ist das aber ein kleiner Tod, oder? Mario? Du bist ja riesig. Hast du Megapilzerputz? Die wachsen doch hier gar nicht. Mario ist nicht groß, du bist nur klein. Kamex Magie muss dich geschrumpft haben. Was? Nein. Ich habe den ehrwürdigen Baum Breitschank dabei gebeten, noch Rettertod zu werden. Aber selbst wenn es da keine Mindestgröße gibt, bin ich jetzt so klein, dass ich mich nie im Leben nehmen. Du musst mir helfen, wieder relativ groß zu werden. Ich warte an der Retterrotunde in Port Prisma. Es könnte mit diesem Weichheilig so etwas dauern. Och, wie süß. Ein kleiner Tod. So. Da hängt ein Stück des Farbstalls an diesem Baum, Mario. In Kleingeschirr würde ich. Ich liebe den Humor dieses Augenblick. Ich bleibe mal hier drüben. Schwing du nur den Hammer. Ja gut, er hat ein Trauma davon. Oh oh. Noch eine Goomba. Ah. Ach du Scheiße. Kleinen Goomba-Meute, klar. Okay, wie machen wir das? Wir nehmen zuerst mal Maxi-Pilz, dann eskalieren wir die Lage mit abgenutzter Hammer mal 5 und abgenutzter Hammer mal 5. Sind eigentlich usreiche. Alter, hätte ich ein bisschen weniger KP gehabt, ne? Gut, jetzt sind wir wieder voll. Jetzt wird eskaliert. Bei so einem abgenutzter Hammer nicht wirklich viele Goombas verputzt. Wie man gerade merkt. Also ich treffe jetzt öfters exzellent. Ja. Und waren das jetzt alle? Jo!
hat nur 10 kleine Hammerschläge gebraucht. Überhaupt nicht viel. Ja, aber ich hab mir doch gleich gedacht, dass sich da Gumbas verstecken. Puh, ist ja plötzlich im Fenster geworden. Finster und stinkig. Ah, Mario, mach es weg, mach... Vielleicht mache ich es lieber selbst. Ah, wie wunderschön. Ah, sowas liebe ich. Sehr, sehr schön. Ist da noch was? Oh. Okay, weil ich da jetzt noch Mikro-Gumba unbedingt angreifen muss, was wir jetzt ein Item verbrutzeln. Okay, aber da bin ich selbst schuld. Na, ich habe noch einen abgenutzten Sprung. So. Ah. Ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel. Also... an sich, als einfach ein, wenn man es einfach mal als Spiel ansieht und nicht als Paper Mario, ist es echt toll. Da kommt man in die Legende von Mio und sowieso nicht dran. Ich bin eigentlich nicht so Verwächterin von all die alten Spiele sind besser, aber bitte. Oh, ich finde es so gut, wenn es mal wieder so ein Paper Mario gäbe wie das damals. Ich meine, das ist ja auch schön und gut, aber ne? Klassisches RPG. Oh. Ja gut, man merkt, ich liebe RPGs. Psst, Mario, ich bin's, Fabian. Es riecht mich hier sehr nach Gumbas. Oder du brauchst eine Dusche. Gumbas? Ja, dachte ich mir. Ich lasse lang in deiner Tasche. Eine solche Masse von Angreifen überstehst du nicht. Vermeide unbedingt diese Gumba-Armee. Wie soll ich die denn bitte vermeiden? Psst, Mario. Ich bin's, Fabian. Naja, da ist sonst jemand in der Tasche, also kann's ja nur ich sein. In diesem Gumba-Meer sehe ich ein Stück des Farbsterns. Irgendwie müssen wir es doch erreichen können. Aber dir fällt schon was ein, Mario. Hier muss irgendwo ein kleiner Stern sein. Diesen Angriff überlebst du nicht. Ja, wenn mich alle auf einmal anfallen, könnte das schwierig werden. Oh, der Baum da, der funkelt. Hallo, na? So. Okay. Ja, das waren sehr viele Gumba-Meuten. Darf ich die noch weiter umdingsen? Farbstein Stück 4. So. Gut. Ja, man darf nicht immer so wie ein Profianer sein, sich direkt in den Kampf stürzen. Manchmal muss man auch gerissen sein, wie die 100 Höllenhunde. Und den Gegner hinterrücks überrumpeln. Ja, ja, ja. So ist das nun mal, Leute. Ah, jetzt komme ich hier hoch. Stimmt, da war ja was. Plopp. Ja, schön. Ist wohl süß. Ich will die nicht unterbrechen. Die kleinen, böse guckenden Käfer. Jo. Oh. Haha, ein Farb. Farbfleck. Wow. Das ist eine Röhre, aber sie ist winzig. Das ist Mario. Da passen wir beide niemals durch. Ja gut, dann haben wir ein... Oh. Da gehe ich nicht rein. Ach du Scheiße, ne? Ich wollte doch nur den kleinen Farbstern. Ach du Scheiße. Okay, diese Meuten sind gefährlich. Die kleinen Käfermeuten. Okay, ich habe einen Pau-Block. Dann würde ich mal sagen, benutzen wir noch einen Pau-Block. Komm, warum nicht? Und dann würde ich mal sagen, großer Hammer. So. Alter, 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 ist ja gefährlich. Eins, zwei. Habe ich die euch jetzt alle umgedreht? Nein? Sind die nicht umgedreht? Oh.
Aber es ist sicher zerknittert, oder? Könnt ihr angreifen? Nein, sehr gut, okay. Das ist das Wichtigste, dass sie einfach nicht angreifen können. Wir sind hier ganz viel gelbe Farbe brauchen, weil wir einfach unsere Hämmer auffüllen müssen. Ich glaube, das würde dann reichen. Was? Ich übertreibe? Ich übertreibe doch nie. Und sowieso. Wir haben eh genug Cash Money, um uns neues Zeug zu kaufen. So ist ja nicht. Yay! Und Farbe kriegen wir gleich wieder aufgefüllt. So. Farbsternstück Nummer 5. Wie viel haben wir denn jetzt? Nee. So. Wieder raus da. Ah. Du hast ein Stück des Farbsterns, das ihr wolltet. Gut gemacht. Wie viele haben wir denn jetzt? Menü öffnen. So, ihr seht das leider nicht. Wir haben Farbsternstück. 2, 3, 4 und 5. Und 1. Wir haben doch alle 5. Oh mein Gott. Fragment des kleinen blauen Farbsterns, das irgendwie nach Fisch riecht. Fragment des blauen Farbsterns, das mit unzähligen kleinen Goomba-Abdrücken überzogen ist. Fragment des kleinen blauen Farbsterns, das ist all das aus dem von Goombas befallenen ehrwürdigen Baum geborgen werden konnte. Wow. Fragment des kleinen blauen Farbsterns, das du den Fängen des berüchtigten braunen Teppichs entreißen konntest. Fragment des kleinen blauen Farbsterns von dem Ort, an dem die süßen kleinen Käferchen an der Decke herumkrabbelten. Oh mein Gott, die Beschreibungen, ne? So, das sind jetzt die Beschreibungen für die fünf Farbsterne. Oh, jetzt gibt's fast keine Käferchen mehr. Oh. Haben die alle ausgelöscht. Schade. Ich mag Käfer. Das sind meine Lieblingsgegner, weil sie einfach so knuffig sind. Okay, aber wir haben jetzt alle 5 Stück. Das heißt, wir können den Farbstern wieder zusammenstellen. Zusammensetzen. Gut, Mario. Hier kannst du die Stücke des Farbsterns wieder zusammenfügen. Geschafft, der kleine Farbstein ist repariert. Sammle ihn ein und dann weg hier. Keine Spuren weiter. Nett von dir, dass du den Farbstein für uns zusammengebaut hast. Ein hammermäßiges Dankeschön. Ich liebe diese Stage. Die ist einfach zu gut. Die ist einfach viel zu gut. Holy shit. So, na gut. Zwei der kleinen Hammerbrüder wollte stressig mal sagen. Ja, ich frage mich, wie viel reichen wird. Ich mache mal eins davon und einen davon und hoffe, dass es reicht. So. Ah, okay, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich habe einen guten Viertel abgezogen. Okay, das wäre ein 4-Hit-KO. 1, 2, 3, 4, 5. Yo, nicht gut. Sie kommt mit ihren Hämmerchen nicht an uns ran. Ich weiß, sie soll nicht lachen, aber ich muss... Tut mir leid, Leute. Ich finde das gerade so lustig. Oh mein Gott. So, nach meinen Berechnungen sollte das eigentlich ausreichen. Was? Ja gut, ich meine, angreifen tun sie jetzt sowieso nicht, also whatever. Gut, dann verbrauche ich noch einen ganzen Sprung. Okay, sie haben gelernt. Sie haben gelernt, sehr gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, goodness. Also ich liebe, also großes Lob an die Spielentwickler an dieser Stelle, weil sowas ist fantastisch.
Oh, eine Hammerbruder-Karte. So, das nehmen wir noch alles schön mit. Jetzt können wir auch den Farbstern mitnehmen. Weil eben, dass die Musik einfach so leise ist, wenn die da ankommen. Oh mein Gott, selbst die Münzbelohnung hier ist small. Ist ja voll süß. So. Okay, ein bisschen noch umstellen, ein bisschen bequemer sitzen. Und unser nächstes Ziel ist... ein Inselchen. Ich freue mich auf das Gebiet hier und direkt unter dem... Oh, wir haben alle Farbflecken aufgemalt. Geil. Also Farbflecken, nicht Farbflecken. Wenn wir Farbflecken ausmalen, wäre das ein bisschen sehr... naja... ich weiß nicht, counterproductive. Der Kobaltbunker. Kobalt ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Oh nein, das sieht mir sehr nach Unterwasserwelt aus. Nicht so geil. Wobei, hier kann es ja gar keine Unterwasserwelten geben. Oh, das sieht hübsch aus. Guck dir mal den Himmel an. Erinnert ein bisschen an die Farbgebung erinnert mich ein bisschen an Xenoblade jetzt momentan, wirklich. Gut, mich erinnert alles an. Oha. Oha. Na du? Ist ein toller Schnäppchen. Nur 1000 Münzen. Vergiss es. Wirklich nicht. Ist eine einmalige Gelegenheit. Wenn jetzt dich zugreist, bereust du es bestimmt. Ach, lass mich. Ich weiß, es ist Black Friday, aber nein. Tja, dein Pech. Nee. Ich traue solchen Leuten nicht über den Weg. Kann ich das aufmalen? Oh, Tatsache. Ist also nicht nur Deko. Jetzt erst meinte ich, es wäre vielleicht nur Deko, aber dann habe ich gesehen, nee. Oh Gott. Das könnte noch ein Weilchen dauern. Oh, jetzt so ein Dreck weg 0815 mit Farbe gefüllt. Stell dir vor, das Farbhammers. Stell dir das mal vor. Der Dreck weg wird zum Dreckschreck. Nein, halt stopp. Zum Schreck weg. Nein, das ist was anderes. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich muss sagen, Paper Mario Sunshine ist eins der besten 3D-Marios. Das war der Kindheitsgames auch. Ich meine, Super Mario Galaxy ist ja ganz nett und so, aber Sunshine, ne? Sunshine. Oh. Riesiger Hochhammer. Yo, danke Spiel. Ein riesiger Wurfhammer. Stimmt, den Wurfhammer habe ich noch gar nicht ausprobiert. Wir kriegen da extra zwei große blaue Dings geschenkt, weil wir hier wahrscheinlich unsere ganze blaue Farbe verbrezeln. So, und hier ist noch ja, noch so ein Ding. Ja, warum nicht? Ich nehme das gerne an mich. Ich frage mich aber, was in diesem Bunker auf uns wartet. Was werden wir heute noch herausfinden? Beziehungsweise dann einfach mal das Türchen öffnen. Bye. Bunker. Mit Bunkern habe ich nicht so die gute Erfahrung. Mit solchen Dark Rooms. Okay, hier wird definitiv irgendwas passieren. Ist das so klar? Wo sind wir? Hier steht ja alles unter Wasser. Ich könnte wetten, die Röhre endet auch irgendwo im Wasser. Aber naja, mit Röhren kennst du dich besser aus, Mario. Sicher hast du alles im Griff. Nicht, dass wir groß die Wahl hätten. Dann hat mich an die eine Szene mit Ryan in Xenoblade. Don't touch the thing. What thing? Oh, sind wir etwa unter Wasser? Es ist so still, aber wir können auch immer atmen. Bist ein Blecheimer, du musst nicht atmen. Oder? Es ist mal wieder Zeit. Herzlich willkommen zur neuesten Folge der... Was, Snippet Show? Die Snippet Show! Oh, die war so geil mit Dixbums. Die Snippet Show, Tauchspezial. Oh, wie super. Aber Leute, ich würde sagen, das ist der perfekte Moment, um hier einen Schnitt zu machen und beim nächsten Mal weiterzumachen. Okay. Vielen Dank fürs Zugucken. Beim nächsten Mal geht es weiter mit der Snippet Show, dem Unterwasserspezial. Also, bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.